willkommen bei den Kitchen Girls. Wir machen heute ein neues Rezept für euch. Nämlich machen wir aus den langweiligen Sonntagsbrötchen ein Monkey Bread. Dazu brauchen wir auf jeden Fall die Sonntagsbrötchen. Nutella. Eine Banane. Und Zimt und Zucker im ersten Schritt. Erstmal nehmen wir die Sonntagsbrötchen. So, und damit da ordentlich was reinpasst, müsst ihr die ein bisschen platt drücken oder auseinanderziehen. Aber nur so weit, dass sie nicht reißen, denn wenn ihr die dann später füllt und der Boden zu dünn ist, matscht euch das raus. Als nächstes braucht ihr die Banane und schneidet die schon mal in ganz kleine, feine Stücke. Also wirklich kleine Stücke. Jetzt kommt auf jedes dieser Brötchen erstmal ein Klecks Nutella. Da kommen dann ein paar Bananenstückchen drauf. Und probiert, ob ihr es dann zugefaltet bekommt. Genau, ihr nehmt den Teig und zieht ihn langsam in die Mitte. Deswegen darf da auch nicht so viel Füllung sein, sonst quillt es euch an allen Seiten raus und ihr habt am Ende eine komplette Matsche. Ihr müsst es oben auf jeden Fall ein bisschen zudrehen, weil die sich gleich wieder aufziehen durch den Hefeteig. Genau, also richtig schön verschließen. Als nächstes braucht ihr eine größere Schüssel und macht dort Zimt und Zucker rein. Ich habe das hier schon mal fertig gemischt. Also ungefähr, der Boden muss bedeckt sein, mehr muss es gar nicht sein. Und dann werden die Bällchen einzeln darin gerollt. Doch mehrere, aber mehr als zwei werdet ihr nicht hinkriegen. Weil ihr auch gucken müsst, dass sie nicht wieder aufgehen. Okay, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt kommt die Karamellsoße. Dazu brauchen wir gezuckerte Kondensmilch. Schön dickflüssig. Butter. Und braunen Zucker. Das werfen wir jetzt alles zusammen und machen es auf dem Ofen erstmal heiß. Also, ihr nehmt die Kondensmilch. Und den Zucker. Dann kommt noch die Butter dazu. Und dann verrührt ihr das langsam und vorsichtig und macht es nebenbei warm. Genau, ihr müsst die Karamellsoße auf jeden Fall die ganze Zeit rühren, rühren, rühren. Dürft es auch nicht zu heiß machen. Maximal ein ganz kleines bisschen das Blubbern, so wie hier. Aber mehr auch nicht, weil ihr sonst den Zucker verbrennt. Und wenn es ungefähr so aussieht, also deutlich brauner geworden ist und auch ein bisschen dicker und klebriger, dann ist die Karamellsoße fertig. Als nächstes macht ihr ein bisschen Sonnenblumenöl in die Form. Reibt es mit einem Küchentuch aus. Macht ihr ein bisschen Karamellsoße rein. Ein ganz kleines bisschen. So viel reicht auf jeden Fall aus. Und dann wandern die Bällchen da rein. Und jetzt kann das Ganze in den Ofen. Monkey Bread ist fertig! So, das Geile ist, dass ich diese Brötchen sie sind mega lecker gefüllt. Entweder könnt ihr den wie wir einfach so rausziehen, wie so ein Pull Apart Bread, oder ihr stürzt ihn noch auf den Teller. Dieses geile Teil. Genau, also wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr guckt euch unsere anderen Videos an. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Und wenn ihr das Rezept für diesen geilen Monkey Bread Kuchen haben wollt, schaut einfach hier oben unter dem Link. Tschüss!